Yo, was geht ab? Wir schreiben das Jahr 2014 und Izzy lädt das zweite Video auf seinem Kanal hoch. Wer hätte das gedacht? Ein zweites Video. Ist allerdings wieder ein Ankündigungsvideo, aber diesmal ein richtiges Ankündigungsvideo. Also ich kann ganz genau was sagen zu dem Ganzen hier. Und worin es in diesem Video ganz genau geht, seht ihr nach dem Intro. Nein, ich stehe schon wieder hier alleine vor der Kamera, habe kein Intro, habe kein Header, kein Profilbild, kein richtiges, keine Ahnung, ich habe eigentlich noch nichts so richtig. Und ich habe mir mal so ein paar Rückblicke aus dem Jahr 2013 von anderen YouTubern angeguckt. Dann haben gesagt, 2013 war überkrass, 2013 war das krasseste Jahr, was ich jemals hatte. 2013 war das YouTube-Jahr überhaupt und ich muss dazu sagen, für mich war 2013 auch mit Abstand so das krasseste Jahr, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Also am Anfang des Jahres war ich ja sogar noch Praktikant beim Herrn Krachten, Christoph Krachten, einige kennen ihn vielleicht von Klickzoom, gibt es jetzt nicht mehr, jetzt wo ich nicht mehr da bin, kann das natürlich nicht weiterlaufen, wie soll das denn gehen? Und wurde quasi in diese YouTube-Welt reingeschmissen, war da mit Dominik von Die Filmfabrik und dem Stefan, der damals noch für YTT gearbeitet hat, dann zusammen auf der Berlinale in Berlin. Und da haben die schon immer gesagt, mach doch mal auch mal Videos, mach doch mal was vor der Kamera, mach doch mal Videos, Izzy, ne? Mach doch mal. So, und dann haben wir Quite Cool irgendwie gestartet, die haben mich da so ein bisschen reingeworfen. Und dann jetzt schon, ich glaube im September, hat mich der OG von Waititi gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, bei Yplay mit vor die Kamera zu kommen. Ganz spontan bin ich dann vor die Kamera gekommen und jetzt bin ich tatsächlich ja fest bei Yplay, hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen. Und viele von euch sind wahrscheinlich auch durch den Kanal, vielleicht auf diesem Kanal gelandet. Wie auch immer. Krass, jetzt habe ich eine kurze Zusammenfassung gemacht, auf jeden Fall vom Jahr 2014. Das war aber natürlich nur eine mega kurze Zusammenfassung, weil 2014 war 13, meine ich. 2014 wird, 2013 war übergeil. Und ja, jetzt gibt es auf jeden Fall, ich kann sagen, es gibt bald ein festes Format auf diesem Kanal. Und zwar findet das Ganze statt mit dem Dena. Ja, viele von euch kennen wahrscheinlich den Dena. Für die, die den noch nicht kennen, da unten ist immer in der Videobeschreibung der Kanal von ihm. Viele haben in die Kommentare geschrieben, in meinem ersten Ankündigungsvideo, das ist ja jetzt das zweite, mach was mit Dena, mach Let's Plays, mach auf keinen Fall Let's Plays, mach über irgendwas reden, mach was über dich reden, mach auf keinen Fall Let's Plays, mach was mit Dena. Und deswegen machen wir jetzt so eine kleine Mischung da draus. Und zwar wird zweimal die Woche ein Video kommen in diesem Format, also aus diesem Format. Also dieses Format wird zweimal die Woche veröffentlicht, wenn man das so sagen kann. Also einmal auf meinem Kanal und einmal auf Denas Kanal. Und das ist so eine Art Talk. Also viele kennen das vielleicht vom Play Talk, wo Dena und ich einfach über etwas reden. Das ist allerdings dann immer so meistens mal Gaming bezogen oder bezogen auf Yplay. Wir machen jetzt einfach nochmal so über irgendetwas reden, was ihr in die Kommentare schreibt. Also ihr könnt in die Kommentare schreiben, über was wir reden sollen. Ihr könnt auch jetzt schon in die Kommentare schreiben, was in dem ersten Video, über was wir da reden sollen. Und das wird einfach ganz viel Schwachsinnsgelaber und vielleicht wird es auch mal ernster, man weiß es nicht. Es wird einfach so ein kleiner Talk. Und das Ganze findet hoffentlich, also geplant ist es für Ende Januar. Also wir haben uns die Deadline gesetzt, Ende Januar soll das Ganze rauskommen, Ende Januar 2014, ja, Wahnsinn. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf das Jahr 2014, es gibt ein festes Format hier erstmal auf Izzy, jede Woche ein Video. Das ist ja schon für meine Verhältnisse Wahnsinn, also jede Woche ein Video. Ich bin jetzt beim zweiten Ankündigungsvideo in, weiß ich nicht, wie lange gibt es den Kanal? 3 Monate? 2 Monate? Und 23.000 Abonnenten habe ich schon. Vielen Dank dafür, das ist ja mal so mega krass. Also das habe ich jetzt auch noch bei keinem anderen gesehen, so viele Abonnenten. Und ich habe einfach noch gar nichts gemacht, aber freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle gespannt seid auf das, was kommt. Und es soll auf jeden Fall auch dazu noch ein zweites Format geben. Ist ja jetzt schon gefährlich, das anzukündigen. Ich weiß allerdings nicht, wann das kommt. Ne? Also jetzt sagt nicht wie die ganze Zeit, wann kommt das zweite Format, wann kommt das zweite Format. Da soll auf jeden Fall noch ein zweites Format kommen. Ich weiß nicht so genau, wann das kommt. Und das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Also wir brauchen auch noch, ich hoffe, das klappt mit dem Dena so schnell, dass wir das so schnell hinkriegen. Weil wir brauchen auch noch ein paar Grafiken und so. Was heißt ein paar Grafiken? Also ich brauche ja wenigstens mal irgendeine Grafik. Ich habe ja noch gar nichts. Und das muss bis dahin ja noch irgendwie gemacht werden. So. Schreibt auf jeden Fall eure Kommentare, was ihr gerne sehen wollen würdet. Was, das habe ich schon mal im ersten Video gesagt. Ne? Aber jetzt könnt ihr genau sagen, in dem Format, über was wir reden sollen. Und wie ihr das findet, wie gesagt, es gibt auch noch für die, die sagen, naja, es gibt ja auch noch bald, wie gesagt, ein zweites Video. Das habe ich zweimal, wie gesagt, gesagt. Es gibt auf jeden Fall gesagt. Ich sage auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall noch ein Format. Aber ich weiß nicht genau wann. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das Jahr 2014. 2013 war überkrass. Ich bin quasi gerade mal so ein bisschen in die YouTube-Welt reingekommen. 2014 hoffentlich komme ich richtig in die, ich komme richtig rein in die YouTube-Welt, so richtig rein. Ich hoffe, es wird jetzt nicht schon zu dunkel. Es wird ganz schön dunkel gerade draußen. Das war es auf jeden Fall mit meinem zweiten Ankündigungsvideo hier auf meinem Kanal.
Ich hoffe, ihr seid gespannt oder habt Bock auf das neue Format. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe Bock auf 2014. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins Jahr 2014 und werdet auch ein geiles Jahr 2014 haben. Das war's auf jeden Fall mit mir. Bam.